Ich begrüße euch zum zweiten Teil der DSP7-Reihe. Und im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie das Blockschaltbild einer Leistungsendstufe für Kurzwelle aussieht. Und wir haben begonnen, das Gehäuse schon mal, die Front- und Rückplatte zusammenzubauen. Und jetzt wird der Bau des Gerätes fortschreiten. Während auf der Rückplatte die zwei Platinen für die Transceiver-Auswahl und die Antennenumschaltung untergebracht sind und auf der Frontplatte natürlich das Display, kommt die Endstufe selbst und die Tiefpassfilterplatine auf eine Zwischenplatte. Wir setzen also in die Mitte des Gehäuses eine Zwischentrennplatte. Auf der Oberseite wird die Endstufe montiert und auf der Unterseite die Filterplatine und auch die drei Power-SWR-Meter und der Hochstromsicherheitsschalter werden auf dieser Platine dann montiert. Um die Zwischenplatte montieren zu können, nehme ich ein Seitenteil ab. Dann wird die Zwischenplatte eingelegt. Die hat solche Zapfen, die in die entsprechenden Löcher des Seitenteils passen. Dann wird das zweite Seitenteil wieder angeschraubt und die Zwischenplatte ist fest. Die entsprechenden Befestigungslöcher sind schon vorgebohrt. Ich lege jetzt mal die Platinen lose drauf, um zu sehen, ob alles genau passt. Die eine Seite mit der Filterplatine und den zwei SWR-Metern und dann noch die andere Seite mit der Endstufe. Ja, passt alles gut. Jetzt können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Die Platinen werden alle auf Abstandsbolzen gesetzt. Die sind 12 mm hoch und sind hoch genug, dass der Abstand der HF-Leitungen von der Masse ausreichend groß ist und dass trotzdem noch eine gewisse Schirmwirkung gegeben ist. Das ist die Seite, wo die Endstufe selbst montiert wird. Hier sind zusätzlich noch der Hochstromsicherheitsschalter, in der Mitte der Shunt und dann noch ein Leistungs-SWR-Messgerät, das die Eingangsleistung messen soll, montiert. Und schließlich natürlich die Endstufe. Für die Endstufe mache ich mir vier spezielle Befestigungsklammern und dazu muss ich erstmal die Bauhöhe ausmessen, damit der eine Kern, der da hinaufsteht, dass der nicht oben am Deckel anstößt. Und nachdem werde ich dann diese Befestigungsklammern anfertigen. So, die Klammern sind fertig. Das sind vier so Stützbolzen, die oben mit einer Schraube versehen sind, wo sie den Kühlkörper, ich habe wie üblich eine Wasserkühlung eingebaut, festklemmen. Und durch den kleinen Abstand geht auch die ganze Wärme vom Kühlkörper nicht sofort auch ins Gehäuse, sondern bleibt erstmal im Kupfer und das Gehäuse wird nicht ganz so warm. Hier vorne sind die zwei 10 mm Stecknippel für die Wasserkühlung. Jetzt noch ein Blick auf den Transistor. Ich habe hier einen 1K80H eingelötet. Das ist der neue 65 Volt Transistor. Ich werde ihn allerdings nur mit 50 Volt betreiben. So, jetzt beginnt die Verdrahtung. Erstmal von der Transceiver-Selektor-Platine, welche vier Transceiver automatisch auswählen kann. Sie macht das über die PDT und deshalb werden die vier PDT-Leitungen, die an den Chinch-Buchsen hier aufliegen, erstmal zur Auswahlplatine verdrahtet. Als nächstes mache ich die Verdrahtung der 12-Volt-Stromversorgung. Dazu verwende ich ein Quadratmillimeter dicke Silikonkabel. Und es werden ein paar Masseverbindungen hergestellt. Die Masse ist sowieso das Gehäuse. Und durch die Schirme der Koaxkabel haben wir in der Regel genug Masse. Und die Plusleitungen werden einfach alle durchverbunden. Es hat praktisch jede Platine einen Plus-12-Volt-Anschluss, der dann entsprechend jetzt hier verbunden wird. Als nächstes werden die Ausgangsleitungen der Power-SWR-Koppler verdrahtet. Hier verwende ich relativ dünnes Teflon-Koax-Kabel. Koax-Kabel an der Stelle ist sinnvoll, weil die Spannungen doch recht klein sind und bei der ganzen HF, die hier herumspuckt, sollte das schon gut geschirmt sein. Die Koax-Kabel der ganzen Koppler gehen dann natürlich zur DSP7-Controller-Platine und werden hier an die entsprechenden Anschlüsse angelötet. Und hier noch ein Blick auf den Temperatursensor.
Dieser ist direkt mit dem Kühlkörper verschraubt und wird dann mit zwei Kabeln ebenfalls mit der Displayplatine verbunden. Jetzt erfolgt der Einbau der Filterplatine. Die habe ich natürlich schon vorbereitet, die ist komplett bestückt und auch abgeglichen. Wenn die mal im Gehäuse drin ist, kann man die nicht mehr richtig abgleichen, das muss man heraus machen. Und sie besteht hier aus den Zweigen für die niedrigeren Frequenzen mit den FKP1 Kondensatoren, der 20 Meter Zweig, der 15, 10 Meter und schließlich der 6 Meter Zweig. Die sind dann mit Luftspulen gewickelt, weil die doch deutlich bessere Güten haben als irgendwelche Kerne. So, dann legen wir das Ding mal ein. Das ist mit Abstand die größte und schwerste und wahrscheinlich auch die teuerste Platine durch die, ja gut, abgesehen vom Transistor natürlich, der auch sehr teuer ist. Aber die Ringkerne und die Relais, die kosten schon ein bisschen was. Jetzt wird es auf die Bolzen hier aufgelegt und festgeschraubt und danach kann dann die Verdrahtung beginnen. Die Steuerung der Relais erfolgt über ein sechspoliges Kabel. Das ist nicht 1:1, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Pins richtig verdrahtet. Und von dort geht es dann von der Displayplatine zur Filterplatine. Wir haben 7 Filterzweige, brauchen allerdings nur ein sechspoliges Kabel, denn wenn keiner der 6 Leitungen angesteuert ist, dann ist immer das 160 Meter Band aktiv. Und mit den 6 Leitungen werden dann die höheren 6 Bänder entsprechend angesteuert. Hier nochmal ein Blick auf die Transceiver-Selektor-Platine. Wir haben die 4 Coax-Anschlüsse für die Transceiver und die entsprechenden PDT-Leitungen. So, jetzt zeige ich euch nochmal den HF-Zweig. Das Signal kommt also von der Transceiver-Selektor-Platine hier herauf, geht dann auf den ersten Power-Stehwellenkoppler. Der ist dazu da, um festzustellen, ob ich irrtümlicherweise eine zu hohe Steuerleistung eingestellt habe im Transceiver und würde dann einfach ausschalten. Der Ausgang dieses Kopplers geht dann über dieses Coax-Kabel hier direkt auf die PA-Platine, auf den Eingang der PA-Platine. Die HF geht dann durch die PA durch, wird verstärkt und kommt hinten bei diesem Coax-Kabel heraus. Hier laufen viele Blindströme, deshalb brauchen wir ein relativ dickes Coax-Kabel, ein dünnes würde überhitzen. Ja, dieses Coax-Kabel von der Endstufe geht dann hier auf einen Koppler, der zwischen Endstufe und Filterplatine montiert ist. Der ist dazu da, um festzustellen, ob ich irrtümlicherweise einen falschen Filterzweig, der nicht zur Frequenz passt, ausgewählt habe und würde in dem Fall dann ebenfalls die Endstufe wieder ausschalten. Der Ausgang von dem ist jetzt hier noch nicht verdrahtet, der kommt zu den Eingangspins des Filters. Und die Ausgangspins vom Filter gehen dann zum zweiten Koppler bzw. zum Ausgangskoppler, der dann die Ausgangsleistung und das Antennen-SWR misst. So, nachdem das Ding jetzt fertig verdrahtet ist, gehen wir hier das schnell nochmal durch, die Rückwand. Hier oben haben wir die Wasserkühlung, die 4 Antennenanschlüsse für die Transceiver, die PDT-Anschlüsse, der 12-Volt-Eingang und die 3 Antennenanschlüsse mit den Antennenrelais und hier die Hochstromstecker für die 50-Volt-Stromversorgung. Darüber ist noch ein AUX-Stecker, der für diverse Dinge benutzt wird, zum Beispiel für das CAT-Interface zur automatischen Bandauswahl und ALC und ähnliche Dinge. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die 50-Volt-Stromversorgung. Die dicken roten und schwarzen Kabel, hier die Hochstromstecker. Und dann geht es hier mit 6 Quadratmillimeter Kabeln, geht die Masse geht direkt zur Endstufenplatine. Wie gesagt, Masseprobleme hat man hier sowieso nicht durch die vielen Coax-Kabel. Und die Plusleitung hier, die geht jetzt erstmal zu unserem Sicherheitsschalter. Geht also hier auf den Eingang und auf den Ausgang vom Sicherheitsschalter, der von der Displayplatine dann entsprechend an- und ausgeschalten wird. Und auch bei einem zu hohen Stromfluss, zum Beispiel durch Kurzschluss, aufmacht. Hinter dem Sicherheitsschalter kommt ein Shuntwiderstand. Das ist ein Präzisionsshunt mit 1 Milliohm. Und der Spannungsabfall an diesem Stand wird dann gemessen zur Strommessung. Ja, und vom Shunt geht es dann hier
unterirdisch noch durch bis zum 50 Volt Eingang der Endstufenplatine. Nach dem Zusammenbau möchte ich euch noch zeigen, was uns bei der Inbetriebnahme erwartet. Ich habe hier zwei Transceiver, einen auf dem 20 Meter Band, der andere auf das 10 Meter Band abgestimmt. Und jetzt gucken wir mal, ob die automatische Transceiver-Selektion richtig funktioniert. Dazu nehme ich mir die zwei Mikrofone und drücke abwechselnd die PDT-Taste. Und wenn ihr im Display jetzt das anschaut, je nachdem welche PDT-Taste ich drücke, wird dann bei dem einen Transceiver das 20 Meter Band, beim anderen Transceiver das 10 Meter Band automatisch ausgewählt. In der Statuszeile unten kann man das auch noch sehen, Transceiver 1, die Frequenz und vom Cut-Interface die CIV-Adresse. Je nachdem auf welche PDT ich drücke, schaltet es dann automatisch um. Aber was ihr natürlich alle sehen wollt, bisschen Dampf wollen wir schon auch drauf geben, 50 Volt ist eingeschaltet, ich gehe auf Aktiv und dann gebe ich mal ein bisschen Steuerleistung drauf. Drive Power 1,4 Watt, das reicht für eine Ausgangsleistung von über 800 Watt. So, hier haben wir den Übersichtsbildschirm. Links unten die Temperatur, dann Spannung, Strom, Ausgangsleistung, Eingangsleistung, SWR. In dem Fall bin ich an der Dummy Load. Das ist also das SWR meiner Dummy Load. Und in diesem Bildschirm kann man wirklich einen schönen Überblick über alle Funktionen bekommen. Das war jetzt FM, also kontinuierliche Leistung. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich das Ganze auf SSB verhält. Da ist ja doch der Unterschied zwischen durchschnittlicher Leistung und Spitzenleistung ganz extrem. Deshalb kann DSP7 sehr schnell messen und bekommt also jede kleinste Spitze mit. Man kann sehen, der Balken ist die durchschnittliche Leistung, die geht also nicht wirklich hoch rauf, die geht so 100, 200 Watt ungefähr. Und rechts die Ziffer ist die tatsächliche Spitzenleistung. Da kann man also schon sehen, dass es da schon in den Kilowattbereich hinaufgeht. Das sollte man bei SSB auch immer berücksichtigen, diesen Unterschied, und dann nicht zu stark aufdrehen, wenn man sonst übersteuert. So, hier nochmal ein Blick auf das Ausgangsspektrum hier im 20 Meter Band. Man sieht also, dass die harmonischen alle um besser als 70 dB gedämpft sind. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. 40 dB ist gesetzliche Vorschrift. Wir sind also um 30 dB besser. Und das kann sich schon sehen lassen, denke ich mal. Das zeige ich euch aber in anderen Videos dann noch wesentlich genauer. Und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis demnächst wieder.